Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und schon wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Mount, das wir hier in der Ebene von Onara uns spielen können. Und dazu habe ich euch hier diesen Geistervogel rausgesucht. Der schimpft sich einmal Göttlicher Kuss von Onara und den kriegen wir über eine Quest. Die Quest schimpft sich ein flüsternde Brise und ihr seht, da kriegen wir das als Belohnung, brauchen ein paar Materialien dafür. Aber um die Quest zu kriegen, müssen wir ein bisschen was vorher freischalten. Bevor wir uns das angucken, würde ich aber sagen, wir schauen uns jetzt ein paar Materialien an. Gleich vor Anfang weg sollte ich aber erwähnen, ihr braucht bei den Maruk-Zentauren eine Ruhmstufe von 25, sonst könnt ihr das Ganze nicht machen. Die könnt ihr aber relativ leicht hochfarmen, indem ihr schaut, wo die Jagden sind und einfach die ganze Zeit diese Jagden durchspammt. Also die könnt ihr durchgehend machen und euch da einfach mit auf 25 hochgrinden. So habe ich das auch in der ersten oder zweiten Woche der Expansion gemacht. Also es geht relativ gut. Klar, ein bisschen Zeit müsst ihr da rein investieren. Als allererstes wollte ich euch jetzt ein Item zeigen, das wir direkt hier im Lager kriegen kann. Und zwar brauchen wir für die Quest eine Geschichte, die schimpft sich Essenz des Erwachens. Und diese Essenz verkauft der Händler hier im Base-Lager. Hier einfach das ist der Rüstungsmeister. Und dafür müssen wir ein paar Ressourcen hergeben und ein gelegentlicher Sand. Und dann können wir uns das kaufen. Wo kriegen wir diesen Sand her? Dieser Sand kann aus dem Auktionshaus gekauft werden, wenn ihn andere Leute farmen. Oder ihr farmt ihn euch selber. Hier unten in Taldrassus haben wir ja die Möglichkeit, in diese alternative Zeitlinie zu gehen. Und da könnt ihr Mobs umhauen, die können diesen Sand droppen. Hat eine relativ geringe Drop-Chance. Ich habe mich jetzt nicht dazu entschieden, das aus Maha nicht das zu farmen, sondern einfach das aus Maha zu kaufen. Hat mich jetzt gekostet 1800 Gold, das geht. Das zweite Item, was ihr für die Quest braucht, ist einmal ein herrliches Rauchwerk. Und das kann ein Alchi bauen, der muss aber Renown 22 haben bei den Maruk und dann kann er das erst herstellen. Heißt, ihr braucht einen Alchi, der einen hohen Skill hat. Auch dieses Item könnt ihr euch einfach im Auktionshaus kaufen. So, wir haben uns jetzt das Rauchwerk gekauft und wir haben uns jetzt einmal hier diesen Sand gekauft. Und jetzt können wir quasi hergehen und den Sand plus ein paar Ressourcen hier beim Händler umtauschen. Jetzt haben wir schon zwei Items von den drei Stück, die wir benötigen für die Quest. Das dritte Item, beziehungsweise drei von den dritten Items brauchen wir dann noch. Und zwar, wo habe ich die irgendwo hier im Inventar rumliegen? Ah, da unten haben wir sie. Ziehen wir sie mal hoch. Das ist geraubter Atem von Onara. Und wo kriegen wir das her? Ja, das müssen wir jetzt selber farmen. Das ist accountgebunden. Ihr seht, Blizzard accountgebunden. Ihr könnt es auch mit dem Ting farmen. Das bekommen wir einfach aus der Instanz hier raus. Angriff auf Nukut. Und in der Instanz vom Endboss hat es eine Chance von um die 15%, dass der Boss das droppt. Ich habe einige Runs gemacht, ich glaube so 12, 15 Runs, bis ich die drei Atem zusammen hatte. Das könnt ihr in jeglicher Schwierigkeitsstufe machen. Ihr könnt es im Normal, HC, Mythic. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Mythic Plus auch irgendwo droppen kann. Ich habe das Ganze im Normal gefarmt, dann ging das. Wie gesagt, waren einige Runs, wo ich da durchgelaufen bin, aber hatte dann schlussendlich einmal die Geschichte. Also ihr seht, da sind die Mats. Zwei Sachen könnt ihr eigentlich aus dem AH zusammen kaufen. Und die letzte Geschichte, die müsst ihr halt in der Instanz farmen, das kann ein bisschen dauern. So, die Quest zu erhalten ist aber teilweise ein bisschen tricky, denn ihr müsst einige Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt diese Quest zu kriegen. Ihr könnt die Mats besorgen, bevor ihr dementsprechend die Quest habt. Also ihr könnt den Atem farmen auch mit einem Lowchar und über das Dungeon theoretisch auch leveln. Das ist vollkommen egal. Ich habe es mit dem Main gefarmt, um da schnell quasi durchzuboxen durch die Instanz. Um diese Quest freizuschalten, müsst ihr erstmal den NPC freischalten, um diese Quest bekommen zu können. Ich breche die jetzt mal nochmal ab, dass ihr seht, wo ich die genau herbekommen habe. Und zwar, die Quests gibt es von dem hier, Godoloto oder irgendwo so schimpft sich das. Das ist quasi der Vogel und der befindet sich hier unten auf den Koordinaten 56, 73. Um diesen Dude freizuschalten, müsst ihr erst eine Pre-Quest machen. Und zwar habe ich die euch hier auf WoW Head schon mal rausgesucht. Das ist eine kleine Questreihe. Und zwar beginnt die erste Quest mit Rausschleichen. Und die startet hier unten auf den Koordinaten 56, 77 bei Initiantin Radia heißt die, okay, genau. Die hat eine kleine Questreihe, die müsst ihr abschließen und sobald ihr das gemacht habt, habt ihr hier diesen NPC. Aber, wie gesagt, dann habt ihr immer noch nicht die Quest. Die Quest benötigt dann auch noch, dass ihr Ruhm 25 bei den Maruk seid. Dann müsst ihr auch noch Liss geholt haben. Liss ist so ein kleines, ich würde sagen, Kodo. Da habe ich auch schon Videoguide gemacht. Da ist es so, dass ihr 5 Tage hintereinander
hier in dem Lager immer bei so einem NPC die Quest abschließen müsst. Ihr müsst dann immer ein paar Ressourcen bringen und am fünften Tag müsst ihr dann so ein Item von so einem NPC, der hinten im Zell hockt, abgeben. Dann kriegt ihr das List-Mount und sobald ihr das habt, Ruhm 25 seid und diese andere Questreihe, die ich euch eben gezeigt habe, abgeschlossen habt, bekommt ihr die Quest, dann holt ihr die Materialien und sobald ihr die Materialien habt, könnt ihr alles abgeben und kriegt euer Mount. So gut soweit. Wenn ihr mit dem Listing jetzt nicht ganz klarkommt, wie gesagt, dazu hatte ich auch schon ein Mount-Video gemacht, um dementsprechend könnt ihr da auch gerne nochmal reinschauen. Jetzt gucken wir mal, ob ich es hier finde. Litz, hier, da haben wir es. Das ist quasi das Mount. Der NPC steht dann, glaube ich, auch immer neben dem Mount-Dude, also da kann man es ganz gut finden. Für Liz, der NPC steht an verschiedenen Spots, also das ist hier in dem ganzen Lager, schaut er einfach nach einer Quest und erledigt die. Ihr müsst ja eh die andere Quest, die ich euch eben gezeigt habe, auch noch erledigen, also am besten alles im Lager mitnehmen und dann könnt ihr euer schickes Mount holen. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir das Ganze auch noch an, wie das aussieht. Und ja, wo haben wir es? Achso, ich muss die Quest wieder annehmen und das was abgeben können. Halt, stopp. Schauen wir mal, warte mal, wo habe ich die Quest? Habe ich die jetzt abgebrochen? Hier, nochmal abbrechen. Achso, das muss ich jetzt im Lager hinten abgeben. Ups, ich dachte mir gerade, ich habe es abgebrochen. Also, jetzt müssen wir das anscheinend dann im Lager abgeben. Fliegen wir einmal runter. Und dann kriegen wir unser schickes Mount, dann können wir es uns auch mal angucken. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich die Materialien noch einmal im Inventar rumliegen hatte. Ah nein, wir müssen es gar nicht im Lager abgeben, sondern so wie es aussieht, da oben drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da genug Elan habe hinzukommen. Naja, müsste laufen, oder? Was meint er? Wird aber knapp. Okay, wunderbar. Also hier oben müssen wir hin. Da haben wir dann den Geist von Onara. Da geben wir dann unsere Materialien ab. Und tada! Da haben wir dann das schicke Mount. Ach, das wird sofort gelernt, oder? Ah ja, das wird sofort gelernt. Wir haben es nicht im Inventar. Und dann würde ich sagen, packen wir es mal aus. Schauen uns auch so ein bisschen das Mount-Special an. Onara. Da haben wir es. Göttlicher Kuss von Onara. Sieht wahrscheinlich genauso aus wie der Vogel hier. Nein, es ist kein Geistervogel. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich dachte, ich kriege den Geistervogel. Und ja, das ist ein normaler Vogel. Kein durchsichtiger Geistervogel. Aber warte mal, ich bin der Vogel, oder? Ja, ich bin der Vogel. Strange. Ich dachte, ist das jetzt quasi ein normales Mount. Vielleicht ist das auch ein Zweisitzer-Mount. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das müsste man mal ausprobieren tatsächlich. So, jetzt schauen wir mal das Mount-Special an. Okay, es hat kein Mount-Special. Das ist ganz schön traurig. Also ich drücke hier Space, aber es passiert nichts. Und ja, ein bisschen schade. Vielleicht muss man ein Slash-Mount-Special machen oder so. Oder keine Ahnung, ob das funktioniert. Nö, da passiert auch nichts. Okay, schade. Also es hat kein Mount-Special, ist auch nicht durchsichtig, aber es ist wieder ein relativ schickes Mount mehr in der Liste. Und ja, dann sind wir zu Ende mit dem kleinen Mount-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.